Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ich würde direkt gerne auf Dinos Kommentar eingehen, bevor ich den vergesse, weil ich musste den wegscrollen. Und zwar immer für die Zuschauer, Mello, immer für die Zuschauer. Hashtag DarkerMod. Das ist das Problem. Also ich habe jetzt den DarkerMod mal rausgenommen, weil es gibt natürlich Zuschauer, die wollen den DarkerMod, die finden das cool. Ich persönlich finde den auch cool. Und es gibt dann halt Zuschauer, die können nichts sehen und gucken nachher die Videos nicht und kommentieren nicht, weil sie nichts sehen. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach rausgenommen. Es ist schade, ja. Aber wenn die meisten der Leute nicht sehen, ich meine, es ist immer noch dunkel. Der ist jetzt raus, wir haben Nacht. Aber ich habe eben ja, ich habe mal geguckt, wie es aussieht mit DarkerMod und ohne. Es ist schon wesentlich heller. Also es ist ein Riesenunterschied. So, sollte hier nicht einer mal hier anfangen anzupflanzen? Was ist da los? Na gut, es ist nicht, dass wir genug Pilze haben. Aber gut, machen wir weiter im Text. Mikey hat geschrieben, lol, so eine Map habe ich noch nie gesehen. Und dabei ist das sogar Vanilla. Also ich habe, das ist kein Mod, was die Welt so einstellen kann. Also ich nehme an, du meinst die Weltkarte. Das kann man Vanilla alles einstellen. Ist auch nichts Besonderes eigentlich. So. Mike hat noch geschrieben, boah, ist das, bevor ich das Video schaue, krasser Videotitel. Fand ich auch, aber dann ist mir aufgefallen, ich habe falsch geschrieben. Dann verbessert. Aber es ist ja hier auch auf Messerschneide, ne? Wirklich grenzwertig. Ich meine, ich muss jetzt unbedingt mal gucken, Bedürfnisse. Aber dann können wir auch weiter auf die Kommentare eingehen, weil die Kommentare, die haben natürlich auch gute Ideen. Mich hat geschrieben, Go Kolonie, wir schaffen das. Glaube ich auch. Wir müssen zuversichtlich sein. Na, ich meine, wir können jetzt auch mal langsam die so ein bisschen auseinander räumen hier. Müssen natürlich mit der Temperatur aufpassen. Jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um rauszugehen und Bäume zu fällen. Die sind eigentlich hier noch nicht so gut, ne? Wir machen mal alle gerade auf unbegrenzt. Und dass alle jetzt mal am besten rausgehen. Und vielleicht Waldarbeit machen, solange die Temperaturen noch in Ordnung sind. Ich meine, wenn die jetzt so bei 40 Grad draußen sind, ne, dann haben die ein bisschen Zeit. Hier ist noch einer. Das Problem ist bei denen, also die wachsen nicht nach, ne? Sieht aus wie eine Mischung aus Pferd und Zebra. Okay, es wird hell. Wir schicken Dinom wieder zurück. Komm schon, ich krieg das hin. Nimm's mit. Komm schon. Nimm's mit. Ich würde sagen, Micha darf noch unbegrenzt laufen. Aber auch nur, solange der noch in Temperatur ist. Gut, wir haben aber leider noch nicht genug Holz für die nächste passive Kühlung. Ich meine, wir müssen gucken, je nachdem wie warm es jetzt tagsüber wird, ob wir sie auch wirklich brauchen. Was
So, Feldarbeit hat Jo, das heißt, wir machen bei Jo mal eine Fischende 2. Und wir setzen Mikey Fischen mal auf 3, damit er erstmal das andere macht. Ne, auch für Sauberkeit. Wir müssen ja jetzt auch ein bisschen auf die Bedürfnisse gehen. So, gehen wir mal weiter auf die Kommentare ein. Dinom hat geschrieben, du hast vergessen, die Kakteen abzuholzen für die zweite Kühlung. Ja gut, ich habe sie letzte Folge schon in Auftrag gegeben. Und jetzt während der Nacht habe ich es gemacht. Also ich warte halt auf die Nacht, ne? Weil nur in der Nacht ist die Temperatur eigentlich so, dass es akzeptabel ist, rauszugehen. Und dann machen wir das auch nur bei Kakteen, die voll ausgereift sind. Gut, der eine, der wäre jetzt 98%, aber da würde ich sagen, das ist auch noch okay. Und hier hätten wir Stahl. Hier auch. Da oben auch. Da auch. Hm, was wäre am nächsten dran? Ob wir jetzt so rumlaufen, bis hierhin laufen oder dahin laufen? Ich glaube, das hier wäre tatsächlich am besten. Also am liebsten wäre mir ja, wenn der zuerst mal drinnen anpflanzen würde. Deswegen verbieten wir hier mal die Ansaat. Ich lasse den einen jetzt noch ansehen. So, und wir gehen mal weiter auf die Kommentare ein. So, Mike hat geschrieben, das ist wirklich schwierig. Die Temperatur ist wirklich zu krass, wenn du nicht mal anbauen kannst. Zur Not fang noch mal mit Standardsachen wie Holz, Metall, Nahrung und 2 Waffen an. Ja gut, aber so wie jetzt ist, ist ja okay, ne? Das mit den Pilzen ist eine super Idee, aber die anderen ohne die Religion werden auf kurz oder lang am Rad drehen. Da haben wir natürlich, Dino wird am Rad drehen, weil Jo gehört erstmal keiner Religion an und dem ist es kackegal, was er ist. Dinom, klar, Dinom wird am Rad gehen. Das heißt, Dinom wird auch der Erste sein, der wahrscheinlich sein eigenes Zimmer bekommt. Na, vor allem hier, der kriegt sowieso die ganze Zeit einen Debuff, weil er Fleisch ist. Aber danach einen Debuff von minus 4 kriegt, weil er Pilze ist. Oder einen Debuff von minus 12, weil er Fisch ist. Ich glaube, da sind die Pilze tatsächlich besser. Ja, gegen Dunkelheit können wir erstmal nichts machen. Shit. Schnell auffüllen. Ich dachte gerade, warum wird das hier so warm? Aber hier hat dann mal einer nicht aufgefüllt. Zum Glück braucht das kein Holz, sondern tatsächlich Wasser, wie es auch realistisch ist. Und jetzt kommt eine Hitzewelle. Ach du Scheiße. Shit. Die Heldenarmee kommt vorbei. Wir haben natürlich keine Waffen. Okay, wir machen das jetzt erstmal so. Bewaffne dich mit Holz. So, bewaffne dich mit Holz. Bewaffne dich mit Holz. Alle werden sich jetzt mit Holz bewaffnen. Außer die Norm. Angriff. Alter, erstmal hier dicke Nahrung, ne? So, dann erstmal die Norm, zieh mal bitte aus. Genau, erstmal anziehen. So, jetzt gucken wir mal, wer ist am besten im Nahkampf. Gut, dann würde ich nehmen, ich bin der Einzige mit Doppelflamme, also nehme ich den Knüppel.
So, schlachte Kreaturen für immer. Alles erlauben. Beginnend, leicht, beginnend. Den Rest geben. Wer gibt den Rest? Ich gebe den Rest, ne? Gut, er wird überleben, deswegen muss ich das leider, priorisieren, sonst wird er überleben. Wieso kann ich ihm nicht den Rest geben? Achso, dafür ist mein Nahkampf zu schlecht. So, leicht, schwer. Okay, jetzt gehen alle nach drinnen. Nach drinnen bitte. Einmal um abzukühlen. Und du baust bitte mit dem Holz, bevor du auch schwer kommst, die zweite passive Kühlung. Dann müssten wir auch bei einer Hitzewelle und wenn nachher der Sommer kommt, drinnen geschützt sein. Wäre jetzt noch geil, wenn wir einen Brunnen irgendwie reinkriegen würden. Hier würde sogar einer hinpassen, der kostet 25 Holz. Es geht ab so wirklich nur im Notfall, wenn wir wirklich gar nicht mehr rausgehen können, weil es irgendwie 90 Grad draußen sind. Ich meine, wenn Sommer ist, gut, hier steht zwar immer Sommer, aber wenn wirklich die heißen Tage, die heißen Monate kommen. Aber wäre das eine Holzverschwendung, ist die Frage. Wäre das eine Holzverschwendung? Ich verbiete ihn erstmal. So, was wir aber machen könnten, draußen ein Lagerfeuer bauen. Wo wir dann die Kekse herstellen. Na, die Kekse können wir gar nicht herstellen. Nein, wieso macht... Ah, die gute passive... Nein! Kann man mich mal bitte töten? Bitte tötet mich einfach. Oh, da krieg ich zu viel. Wo ist Mikey? Wo ist Micha? Alter, kloppt mich mal bitte um. Also da... Umbringen. Alter, wo ist verdammt nochmal... Hier, innerhalb. Wir können ihn nicht... Okay, B... Wieso kann ich nicht angreifen? Jetzt greif den doch mal an! Greif ihn an! Wieso kann ich ihn nicht angreifen? Was zum Fick ist das? Boah, ey! Ich hab keinen Bock mehr, ey. Was ist das? Wieso kann ich ihn nicht niederknüppeln? Wieso kann ich ihn nicht niederknüppeln? Das macht absolut keinen Sinn! Er hört doch nicht mehr auf. Normalerweise zerstört er eine Sache und dann ist gut. Jetzt bring ihn doch verdammt nochmal um. Jetzt bring ihn um. Scheiß Game, ey. Boah, da krieg ich zu viel. Haben wir noch ausgewachsene Kakteen? In der Nähe leider nicht mehr.
Oh, was eine Verschwendung. Nur weil ich diesen scheiß Button nicht gefunden habe. Ja gut. Dabei habe ich eigentlich die ganze Zeit H gedrückt, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Boah, ich krieg einen Anfall, ey. Das muss jetzt schnell gehen. Oh, ich würde mich am liebsten einfach umbringen jetzt. Alter. Weißt du, normalerweise bei so einem Anfall zerstören die eine Sache und dann haben die sich wieder beruhigt. Aber der zerstört einfach alles. So, das war doch H, ne? Warum hat H nicht funktioniert? H. Ich habe die ganze Zeit H auf der Tastatur gedrückt. Ey, das ist... So, jetzt erstmal wieder alle beruhigen. Und da gammeln mir jetzt auch noch die Ding... Das... Ist mir egal, Micha. Weil mich jetzt verdienst, der einzige in der Kolonie, der irgendwie sinnvoll ist. Haben wir noch Holz in der Nähe? Also ich muss echt an mir eigentlich ein Exempel statuieren. Ne? Der nächste, der durchrast, der wird eiskalt einfach getötet. Das geht so nicht. Jetzt ist das ganze Essen natürlich weg. Oh, das gibt's doch nicht. Die Entspannung ist auch weg. Ich weiß gar nicht, wie viel Stahl habe ich denn? 20. Leute, ihr müsst angeln, verdammt nochmal. Mikey, jetzt geh angeln. Alter, dann zwinge ich dich halt. Das ist mir kackegal. Geh angeln. Micha, wo bist du? Da, du hast Holz geholt. Guter Mann. So, dann wird es hier drin auch mal wieder kühl. Ja gut, dass die ganzen Fische jetzt weggammeln, das kommt noch, ist jetzt noch die Höhe. Alter! LOL, jetzt... Oh, da krieg ich... Oh, da, die Norm, rein mit denen. Ich werde hier überfordert, ne? Es ist hier... Lasst mich doch einfach mal hier aufbauen, anstatt die ganze Zeit, dass ihr zusammenbrecht. Scheiß Wutanfall.
Das lief so gut, ne? Und dann, das war ja klar, dass das passieren musste. War ja klar. Na ja gut, machen wir mal weiter im Text. Folge ist ja auch schon vorbei. Slow-Mo. Du musst so früh wie möglich Holz anbauen und die Leute, die nicht lange raus können, bauen die Base. Ja, aber ich kann ja kein Holz anbauen. Ich meine, wir haben zwar jetzt hier Kakteen, aber die wachsen halt ultra langsam, weil wir ja tagsüber eigentlich zu warm sind für die. So, dann hast du noch geschrieben, wenn Karawanen mit ein, zwei Leuten vorbeikommen, würde ich versuchen, die zu überfallen, Klamotten auszuziehen und selber nutzen. Töten, damit die Leute schon mal, damit zwei Leute schon mal satt zwei Tage lang. Muhahaha. Vergiss nicht, dass die passive Kühlung nicht mehr reichen wird, wenn der Raum zu groß wird, deswegen haben wir ja zwei. Bögen und andere Waffen, Holzwaffen von Angreifern, sofern nicht benötigt wird, auseinanderbauen, um Holz zu bekommen. So, Jo hat geschrieben, ich prophezeie, es wird zu leicht. Ja, haben wir ja gerade gesehen. So, Dinom schreibt auch, schlecht. Schleicht sich das Pausieren wieder ein? Na gut, die zwei großen Pausen seien dir gegönnt. Ja gut, ich habe hier ja jetzt nicht pausiert, ne? Also, ich habe den Slow-Mo gemacht, obwohl ich gepanikt habe. Ich hätte lieber pausiert, dann wäre alles gut gegangen, weil dann hätte ich in Ruhe den Button suchen können. Aber dadurch, dass ich nicht pausiert habe, habe ich gepanikt und habe... Ich hätte die ganze Zeit H gedrückt, aber ich habe vielleicht daneben gedrückt. Kann sein. Weil der mir einfach alles zerstört hat. Gut, wir haben es jetzt wieder ausgeglichen. Ist alles wieder in Ordnung. Jetzt müssen wir halt mit dem Essen gucken, ne? Ich meine, vielleicht muss ich es auch so machen, dass wir tagsüber schlafen und nachts rausgehen. Ich glaube, ich mache echt mal einen Zeitplan. So, schlafen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 10 Stunden Schlaf ist ein bisschen viel. Was habe ich denn da an? Gar nichts. Ich sehe einfach nur so komisch aus. Ach nee, das sind Bandagen. Oh, geh mir doch nicht auf den Sack. So, Zeitplan, ich bleib drin. Drin. Verdammte Scheiße, bleib drin. Ich falle ja permanent um. Weil es so ein bisschen Hitzeschlag bin ich direkt tot. Micha, du musst leider arbeiten. Dinom, kannst du eigentlich bauen? Wir haben zwar 72 Grad, aber du hast ja jetzt Klamotten an, ne? Ich weiß zwar nicht, was du anhast, aber du hältst minimal länger aus. T-Shirt und Hose. Zerrissen, aber besser als gar nichts. Hast du gerade 40 Ressourcen reingeballert? Und verkackt. Leute, ihr müsst angeln, verdammte Scheiße. Geht angeln. Ich weiß, es ist heiß, aber was sollen wir anderes machen? Weil diese scheiß Dinger jetzt auch noch abgekackt sind, kann ich mit angeln gehen. Och, ich fall direkt wieder um im Wetten. Wir haben 4 Angelspots.
Und du baust jetzt das Teil, damit die sich mal entspannen können. Hitzewelle ist vorbei, danke. Micha! Ja, jetzt verhungern wir, weil die. Weißt du, ich will eigentlich... Mag ich das gar nicht, ne? Merkt man vielleicht. Ich will eigentlich spielen, dass ich nie angegriffen werde, dass die nie ausrasten. Ich will einfach nur bauen. Creator-Modus, so. God-Mode, ne? Das ist mir am liebsten eigentlich. Aber ihr mobbt mich. Warum mobbt ihr mich so? Warum tut ihr mir das an? Warum werde ich so gemobbt? Ja, töte Micha, Mikey. Ist gut. Ja, es... Ciao.